mit diesem Bauwerk hat Karl Schneider einen ganz großen Schritt in der Bewegung der neuen Sachlichkeit, und zwar international, getan. Diese Halbrundscheibe, die war, muss man immer wieder sagen, 23, 24 natürlich eine Sensation. Mein Name ist Elke Dröscher und ich habe 1984 hier eine Ruine vorgefunden. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich auch in die Ruine sofort verliebt und wusste, es wird mal ein stolzer Schwan wieder werden. Der Verleger Axel Springer erwarb dieses gesamte Grundstück von 40.000 Quadratmetern mit dem Bauwerk 1955, aber es gehörte mit Sicherheit nicht zu den bevorzugten Baustilen von Herrn Springer. In einem Bauwerk der 20er Jahre bewegen wir uns in Räumen, die sind zwischen 2,20 und 2,40 hoch. Das ist für manches Ego nicht hoch genug. Glücklicherweise hat Herr Springer es nicht abreißen lassen können, weil er die Frist versäumt hat. Und dann kamen Sie. 1984, die große Liebe meines Lebens. Mittlerweile bin ich sicher, es wäre tatsächlich heute nicht mehr da. Ich habe einen Nutzungsvertrag mit der Stadt abgeschlossen, habe also die Verpflichtung auf mich genommen, es zu unterhalten und zu bespielen mit einem Museum. Meine Sammlung, die Puppenhäuser, es dann nach 75 Jahren gepflegt an die Stadt zurückzugeben. Wir schauen auf die Puppenstube, die Herr Bauer für Christel Schneider gefertigt hat. Und das Fenster findet sich als Zitat in der Puppenstube von Christel Schneider wieder. Puppenstuben sind ein Zeitzeugnis für Alltagskultur und Zeitgeschmack. Das Ankommen bei der Ruine, Zäune rundherum, weil die Stadt hatte inzwischen ja, war sie Eigentümerin der Immobilie und wollte sie schützen, der Dachboden. Und dann sieht es eben so aus, wenn sie geöffnet haben. Ja, ich staune. Tatsächlich, heute wird ja oftmals dann gesagt, das ist ja mutig gewesen. Und wenn ich dieses jetzt sehe, denke ich immer, Donnerwetter, es ist eigentlich ganz schön gut gelaufen. Das Erste, weil ich wusste nichts über Karl Schneider, aber ich wusste so viel, dass es da eine Tangente gab, bei Gropius gewesen und dieses und dann bei dem Haus. Ich habe gedacht, wenn es einer mir sagen kann, dann ist es Max Bill. Also habe ich ihn privat angerufen und habe gesagt, was sagen Sie zu Karl Schneider? Er sagte nämlich, ja, das ist ein guter Mann, oder? Und dann haben wir natürlich darüber gesprochen. Das war Spalierobst. Jetzt habe ich Glycinien dort angepflanzt. Das wird ungefähr 1927 sein. An diesen wunderbaren Fotos von Scheel, sie sind eben auch Dokumente, an denen so viel abzulesen ist. So großartig komponiert. Und an diesem Foto kann man genau das erkennen, dass Walmdach ein ganz wesentliches Detail sogar ist. Denn es ist die Fortsetzung letztendlich dieser ganzen topografischen Hangsituation. Und das ist ja auch der erste Bauantrag, da ist noch nichts weiter vermerkt. Und da hat dann das Heft Illustrierte Zeitung, hat 50.000 Mark gekostet. Weltwirtschaftskrise, alles zitterte. Das heißt, die Baugenehmigung, nur die Baugenehmigung, hat 1.250.000 gekostet. 1923 und ich sehe einen jungen Mann von 31 Jahren da stehen. Und das ist Karl Schneider und seine Bauherrin Ite Michaelsen. Und ich sehe eine kleine Buche, die er nicht gefällt hat. Wie viele Architekten sagen, erstmal weg mit den Bäumen. Nein, sie bleibt stehen und nicht auf die Spitze dieses Hügels, dieser Kuppe, wird der Turm gesetzt, den sie nun beide geplant haben, sondern
Er wird in den Hügel hineingebaut. Und dann die zwei Flügel, rechts und links, das eine hin zum Osten, das andere zum Süden. Also im Grunde genommen, als wäre ich der Turm. Das ist es, dieser Körper. Es hat ja was Körperhaftes, nicht? Wenn Sie das oberste Eckfenster sehen, dann sehen Sie dieses, was man die offene Ecke nennt. Also das ist doch ein wunderbares Element. Das ist so toll, es ist fast ein Lehrbeispiel im Moment durch das Licht. Es sind ja Klinker. Er hat sie aber total verfugt, die Senkrechten, dass man die Horizontale wahrnimmt. Er betont im Grunde nochmal diese Länge und dann natürlich durch den Kontrapunkt der Halbrundscheibe und diesen Abrundung. Das ist genial. Dieser junge Mann hat mit seinem ersten großen Bauwerk eine topografische Situation erkannt und ausgeformt. Die ist wirklich sensationell. Karl Schneider ist nicht nur ein Architekt, er ist, finde ich, auch ein Bildhauer. Dieser Austritt ist tatsächlich erst im zweiten Schritt entwickelt worden. Und dann sagte sicherlich Ite Michaelsen, Karl, wie soll ich denn darauf kommen? Das Fenster wurde umgestaltet zur Tür und jetzt kann man auf die Terrasse gehen. Karl Schneiders Fähigkeiten, mit Formen umzugehen, mit Details umzugehen, sie zu entwickeln, ist an diesem Bau überall sichtbar. Das Schöne an diesen Fenstern ist nicht nur die Lichtbrechung, sondern auch die formale Vielfalt, denn der Holm ist halbrund. Dieses ist der einzige Raum, der eben tatsächlich nicht nur über Eck, sondern der umspielt ja die Sonnenseite mit den Fenstern. Die Zuwendung zum Osten, zum Aufgehenden der Sonne, den Süden mit dem Blick, dem weiten Blick über die Elbe hinüber. Und das ist wieder, wenn man genau hinschaut, man muss bei Schneider wirklich genau hinschauen, weil er so delikat in den Details ist. Und ich behaupte einfach mal, nichts ist zufällig. Karl Schneider emigrierte 1938 nach Amerika, weil er war bedroht. Er war ein Kulturbolschewist und seine zweite Lebenspartnerin war Jüdin, also keine Möglichkeit, hier überhaupt zu überleben. Das ist das Poesiealbum von Christel Schneider. Gut verloren, etwas verloren. Musst rasch dich besinnen und Neues gewinnen. Ehre verloren, viel verloren. Musst neue gewinnen, da werden die Leute sich anders besinnen. Mut verloren, alles verloren. Da wär's besser nicht geboren. Also, liebe Christel, am Vorabend des 16.01.38, dein Vati. Natürlich musste er ja etwas zum Überleben haben und er fand Anstellung in einer Firma namens Sirs, die unter anderem Alltagsgegenstände machten. Und dieser Wasserkessel, das ist ein Entwurf von 42, ist dieses Modell. Und da war er angestellt, nicht? Ich finde es berührend, noch ein Stück von ihm und seiner Biografie in Händen halten zu können. Eine Biografie, die ja eben wirklich dann sehr brüchig ist. Ich wünsche mir für die weitere Zukunft, dass auch die Stadt mehr sich der Verantwortung bewusst ist, die in diesem Fall mit diesem Hause wirklich auf sie zugekommen ist und dass sie das Geschenk, das ihnen gemacht wurde, auch pfleglich behandelt.